War die Atombombe Little Boy, die auf Hiroshima fiel, deutsch? Oder stammt das Uran und der Bauplan dieser Bombe aus Deutschland und wurde auf einem deutschen U-Boot von den US-Amerikanern erbeutet? Am 6. August die erste Atombombe in Hiroshima fiel. Also für mich war das klar, das ist von unserem Zeug gebaut worden. Die USA hatten zu wenig Uran. Die Spezialeinheit Alsos hatte den Auftrag, Uran in Europa aufzuspüren und es in die Staaten zu überführen. Yeah. Uns war egal, wo es herstammte. Wir nahmen alles Uran, was wir kriegen konnten. Was sich an Bord des deutschen U-Bootes befand, war für die US-Amerikaner von größter Bedeutung. Auf dem Boot Dinge wären, die von entscheidender Bedeutung für unseren Kriegserfolg, dass es sich um die neueste deutsche Technik handeln würde. Knapp eine Woche nach Ankunft des deutschen U-Bootes testeten die Amerikaner die erste Atombombe der Welt. Das U-Boot war ein Gottesgeschenk. Zur rechten Zeit, am rechten Ort. Die zeitlichen Abläufe sind erstaunlich. Um 560 Kilo Uranoxid aufzubereiten, benötigte man knapp eine Woche. Alle Hintergründe in meinem Long-Video.